Die Fahrübungen einer Frau mit einem PKW endeten am späten Mittwochabend im niedersächsischen Hakebrügge in einer Tragödie. Die 55-jährige Frau saß am Steuer des Autos ihres Ehemannes, als sie von einem Feldweg nahe eines Sees von der Fahrbahn abkam und mit dem Fahrzeug in den See stürzte. Daraufhin wurden Taucher des DLRGs, des THWs, Rettungskräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes alarmiert. Und die eingetroffenen Kräfte mit Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeug fanden dann erst hier keine Patienten vor. Erst die Taucher des DLRG und des THW waren dann in der Lage, zuerst eine Person aus dem Wasser zu befreien, nach allerdings 40 Minuten. Die zweite Person wurde dann nach 50 Minuten befreit. Der PKW befand sich 7 Meter unter dem Wasser. Das Besondere an dem Einsatz ist der Zeitdruck, der hinter den ganzen Geschehen steht, dass die Einsatzkräfte enorm schnell handeln müssen, dass Einsatzkräfte der Taucher relativ schnell sich umziehen müssen, ins Wasser müssen, dann unter schwierigsten Bedingungen, Sichtweite unter Wasser sind 10 bis 15 Zentimeter, dann halt entsprechend dieses Fahrzeug finden mussten. Doch die Insassen konnten trotz der widrigen Umstände geborgen werden. Die männliche Person ist zuerst geborgen worden. Es ist sofort mit Reanimation begonnen worden, hier am Strand. Es ist circa eine halbe Stunde versucht zu reanimieren. Dann nach circa 10 bis 15 Minuten ist die weibliche Person geborgen worden. Ist auch hier am Strand noch reanimiert worden, über eine halbe Stunde. Dann sind beide Personen in einen Rettungswagen verbracht worden. Unterwegs auf dem Weg zum Krankenhaus sind die unter Reanimation gefahren. Sollte eigentlich erst im Hubschrauber gemacht werden, aber da im Hubschrauber nicht reanimiert werden kann, sind die mit dem Notarztwagen weggekommen, sind aber beide unterwegs leider verstorben.